Und hier bin ich mal wieder mit einem neuen Metroid Prime 2 Part, meine lieben Freunde. Ich bin wieder mal überwältigt von mir selbst. Nee, also jetzt mal ohne viel Angeberei. Im letzten Part habe ich es endlich geschafft, meinen heißgeliebten Spider-Ball zurückzubekommen. Der Spider-Wächter war mitunter einer der meiner Meinung nach persönlich nervigsten Zwischenbosse in diesem Spiel, aber ich habe ihn regelrecht zerlegt und jetzt dank des Spider-Balls kann ich eben endlich die ganzen Magnetschienen hier benutzen, die Magnetspuren halt. So, und ich glaube aber, dass ich einen, naja, ich sage jetzt nicht Fehler gemacht habe, aber dass ich vielmehr etwas vergessen habe. Und zwar, ich werde erstmal hier mal kurz durchgucken, durch diese helle Tür. Ach so, oh, ist ja fies. Seht mal, da drüben ist ein Energietank. Zugang zur Wachstation. Jetzt ist nur das Problem, hier oben, ganz da oben, hängen ein paar, ich sage jetzt mal Seile rum, wo halt ein Grapple-Verankerungspunkt dran ist, aber die sind leider so dermaßen hoch oben, dass ich da gar nicht hinkomme. Und hier ist auch leider nichts, um irgendwie einen Scan zu machen, dass das runterkommt. Das geht nur von der anderen Seite aus. Finde ich ein bisschen fies. Das heißt, hier komme ich gar nicht weiter. Stattdessen fahre ich nämlich wieder nach oben. Ich will nämlich nochmal zurück in den Raum, wo ich gegen den Spider-Wächter gekämpft habe. Da geht es nämlich über einen, ja, kleinen Umweg quasi noch woanders lang. Vor allem kann ich über diesen Weg noch einen Missilcontainer bekommen. Wow! Ey, wie asozial ist das bitte? Die schießen hier durch die Türen durch. Das ist doch fies. So, komme ich überhaupt hoch? Nee. Oh, diese Viecher sind so eklig. Ihr seid ja so hässlich. Wie kann man nur so hässlich sein? Ich weiß es doch auch nicht. So, und vor allem habe ich immer das Gefühl, die können hier drunter durchschießen. Ja, seht ihr? Wenn ich drüber draufstehe, dann ist ja voll assi. So, also nochmal hier zurück nach drüben. So. Und noch einmal hinüber zur Dynamo-Anlage in dem Sinn. Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, ich habe gerade so eine Wartungsdrohne kaputt gemacht, dass ich mich darüber geschossen habe. Das hat jetzt richtig geil ausgesehen, aber tun mir die gar nichts. So, hier. Na, hier habe ich ja im vorigen Part gegen den Spider-Wächter gekämpft und den Spider-Ball zurückbekommen. Und was ich eigentlich jetzt nicht gemacht habe, was ich aber hätte tun können, aber was ich ganz einfach jetzt mache, ich gehe nochmal in etwa dahin zurück, wo ich den Spider-Ball direkt bekommen habe. So, Moment, Moment, Moment. Und zwar war das doch gleich da drüben dann. So, ja, da drin. Und zwar, wenn ich irgendwie dem Weg hier nochmal folge, mache ich jetzt überhaupt schon wieder Blödsinn? Ich glaube, ich mache Blödsinn. So, also da drin, wie gesagt, habe ich ihn gekriegt und da ist ja wieder eine Tür mit einer gelben Panzerung, die ich noch nicht kaputt machen kann. Noch nicht. So, ne, ich suche jetzt hier eigentlich eine bestimmte Magnetspur. So, diese Rollschaben hier sind natürlich kacke nervig. Ich meine, der Spider-Wächter war ja auch nichts weiter als eine dunkle Rollschraube, die ja die Spider-Ball-Fähigkeit absorbiert gehabt hat. So, wie war denn das jetzt nochmal? Oder war das da? Nee. Irgendwo hier? Ich glaube, ich gucke mal auf die Karte. Das sieht man hier fast nicht. Man kommt nämlich über einen kleinen Weg direkt auf dieses also auf diesen Nebenraum da, der eigentlich noch zur Dynamo-Lage dazu zählt, also dieser linke Bereich, da kommt man irgendwie hin. Wenn man den Spider-Ball nämlich hat, kommt man da hin. Und ich suche diese Spur gerade irgendwie so. Ich glaube, das war hier oben. So, oder? Wartet mal. Ah ja, genau, wenn man hier hochspringt. So, ah, hier ist er schon. Hier ist der Missilcontainer, den ich gesucht habe. Und wenn ich jetzt diesem kleinen Tunnel folge, dann rolle ich hier raus und lande direkt bei dem anderen Raum da, ne? Also da, wo ich über diesen Skyro-System da hingekommen bin, da oben liegt ja ein toter Luminot, den ich schon gescannt habe. Der hat einen Datenbankeintrag für mich und jetzt kann ich hier schön mit dem Spider-Ball hoch. Kann mal durch diese Tür hier gehen und hier ist ein Dingsbums, was sich dreht und vor allem ein Aufzug. So.
Was ist das hier oben bitte? Das sieht geil aus. Objektanalyse abgeschlossen. Es handelt sich um eine luminotische Sensorsonde. Die Sonde ist aktiv. Ihre Übertragungen werden von zahlreichen Empfängern überwacht. Möglicherweise wird die Sonde von feindlichen Kräften genutzt, um Aufklärungsdaten zu gewinnen. Na, die so, ach so tolle, geniale, hochtechnologisch fortschrittliche heilige Festung hier ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war. So, wenigstens über diesen Aufzug hier komme ich jetzt immer wieder hoch und zurück. Wenn ich hier rausgehe, dann bin ich wieder in der Halle der Kampfkunst. Und hier gibt es ein blaues Hologramm für mich zu scannen. Geil. Also mir fehlen noch relativ viele Luminoten-Inschriften. Gerade mal 56%, habe ich gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Und hier haben wir jetzt den Artikel über die zerschlagene Hoffnung. Nicht ein einziger der zum Himmelstempel entsandten Krieger kehrte zurück. Unsere Truppen durchkämmten den Äther der Finsternis nach ihnen suchend, doch vergebens. Das Energietransfermodul war nicht aufzufinden. Wieder unseres Kummers besannen wir uns und rüsteten uns für eine weitere Mission, ein weiteres Modul zu schmieden, ein weiteres Mal zu versuchen, unsere sterbende Welt vor dem Untergang zu bewahren. Aha, also sie haben sogar versucht, ein zweites Energietransfermodul herzustellen, aber ich glaube fast, dass es nie dazu gekommen ist. So, und jetzt kann ich auch hier mit dem Spider-Ball schön, schups, ne, rüberrollen und bin wieder hier draußen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier mal hochrolle, dann komme ich hier irgendwie auch wohin. Ja, Moment, Moment. So, hier. Zack. So, Förderband dreht sich um. Wow, voll durch Feuer durch und Laser. Hier komme ich nämlich, glaube ich, auch an einen etwas schwierig zu erreichenden Missilcontainer ran. Ich muss nur auf diese Laserbarrieren hier aufpassen. So, vorsichtig. Na. Nein! Mann! Wieso? Warum? Zum Teufel nochmal. Man muss hier richtig kräftig schütteln. So, hier. Moment, hier muss man was kaputt machen. Zack. Auch ganz schön krass, hier fallen diese fiesen, miesen Laserstrahlen. Seht ihr, wieso? Schütteln. Ich sagte, schütteln. Siehst du? Was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Warum machst du nicht, was ich will von dir? Das ist typisch Frau, die machen nie, was man will, oder? Nee, komm, also jetzt. Ich will ja nicht frauenfeindlich klingen, das bin ich auf jeden Fall nicht. Aber die Steuerung hier, irgendwie ist die zum Kotzen gerade. Seht ihr? Ich schüttle, sie springt und sie fällt sofort wieder runter, diese dumme Bitch. Warum? Spring einmal richtig. Du sollst richtig springen, verdammt. Nein! Du musst da doch aber rauf. Seht ihr? Es geht nicht. Nein! Mann, das macht mich schon wieder sauer. Wieso? Wenn die Steuerung nicht funktioniert, ist das echt arschig. Na, seht ihr? Jetzt fick dich doch mal! Du sollst deinen verfickten Arsch darauf bewegen. Nein! So, und von hier aus nochmal nach links, ne, oder? Ja, hier so. Ne, doch. Moment mal. Doch. So, jetzt hier noch hoch. Ja. Mann! Das ist so bescheuert hier. So, diesen Bereich der heiligen Festung hasse ich. So. Muss man sich jetzt nämlich mit Spider-Ball dranhängen. Vorsichtig wieder fallen lassen. Dann hier mit einer Bombe hochschießen. Ups. Dann glaube ich, wann das jetzt? Hier so rüberrollen? Ja. So, und jetzt hier nochmal rüber. Und da ist er endlich. Pff, echt ein... Was zum... Ah, jetzt. Ein verdammt umständlich zu erreichender Missilcontainer, der mich jetzt ein bisschen Nerven gekostet hat, aber okay, ich habe es geschafft. Oh, danke. Danke, danke, danke. So, wo geht's denn jetzt nochmal raus? Ich glaube hier drüben. Ja. Oh, nee, also da muss ich jetzt
ein kleines Sorry aussprechen, aber das hat mich schon wieder etwas angepisst. So, und hier ist es wenigstens wieder dieses Dingsbums hier und... was machen die denn hier? Die waren vorher aber nicht da. Gibt nichts Nervigeres als Gegner, die vorhin eigentlich nicht da waren und dann sind sie auf einmal da und gehen mir echt auf den Nerv. So, verpisst euch doch mal. So, hier sind wieder diese ekligen Resbits oder Resbits. Seht mal, da oben ist ein Energietank. Könnt ihr ihn sehen? Da direkt unter der Spiderball-Spur. Genau da oben. Da muss ich jetzt mal hin. Den will ich nämlich als nächstes unbedingt haben. Mann, hörst du auf, du Bannen, Digga! Hör auf damit! Ich meine, dieses Vieh bewegt sich auch so asozial. Und stirb, das kommt davon. Da ist noch so eins. Supermissil! Und tschüss, Mann. So. Hier ist ja eine kinetische Kanone. Jetzt muss ich nur, glaube ich, warten, dass dieses Ding da mal nicht blitzt. Und mich dann hier ranschießen. So. Mit dem Spiderball. Fick dich. Ich sagte, mit dem Spiderball kann man hier nämlich schön haften bleiben. Aber wenn ein Blitz da durchschießt, dann natürlich wird man runtergeschleudert. Achso, ja, okay. Die Blitze schießen aber nur über die Spiderball-Schienen und nicht aber über diese Kugeln. Und hier an diesen roten Punkten dranbleiben, Boostball aufladen und schwupps, rüberschießen. So, ich glaube aber manche von diesen Kugeln sind auch elektrisch geladen. Na! Pff, Mann! Fick du dich nochmal in dein Popoloch! Was soll denn das jetzt? Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, hat sich das nicht aufgeladen, ich will nicht rüberschießen und... Mann! Hallo! Rauf hier! Ich werde schon wieder verdammt sauer! Oder sind die... Die sind alle nacheinander elektrisch geladen, hm? Kann das sein? Das ist doch fies, Mann. Ha! So! Jetzt einfach dieser Schiene hier so rundherum folgen. Schwubbeli blubbeli bub. Hier dagegen... Zack! Und... Energietank! Wie ich das doch hasse. So, aber ich habe einen mehr. So. Jetzt bin ich eh schon fast in der Nähe des Ausgangs. Aber hier drüben ist ja noch ein Tor mit einem blauen Hologramm, das ich jetzt unbedingt aufmachen will. So, weil hinter dieser Tür ist noch was ganz, ganz Wichtiges. So. Hier drin befindet sich nämlich das Kartenterminal der geheiligten Festung. So, und da werdet ihr gleich mal sehen, wie groß diese geheiligte Festung noch ist. Ich bin ja noch längst nicht überall gewesen. Gerade mal in einem ganz kleinen Bereich. Die Kartendaten dieses Bereiches wurden übertragen. So, und jetzt seht euch das mal an. Na? Na, hier, hier. Ja, das ist alles noch unerforscht hier oben. Vor allem das Ding hier oben, das ist ganz schön krass hier. So ganz schön hoch und hier drüben und das und hier. Bin ich überall noch nicht gewesen und hier hinten noch nicht. Das ist echt übel, was ich da noch alles erforschen muss. Aber mit der Zeit werde ich das schon noch hinkriegen. So, aber ich habe es euch ja am Ende des letzten Parts eh schon gesagt. Ich muss die geheiligte Festung tatsächlich verlassen, weil ich eigentlich noch etwas ganz, ganz Wichtiges benötige, ohne dass ich dem, ohne dem komme ich halt nicht weiter, ne? Deswegen zurück nach draußen. So. Und zwar muss ich, obwohl ich erst dort gewesen bin, wieder zurück in den Sumpf von Torfus. Ja. Weil... Oh nein, bitte, bitte nicht schon wieder. Seht ihr diese blauen Partikel? Das bedeutet, sie ist wieder da. Dark Samus, aber was macht sie schon wieder hier? Der sind mir doch schon mal in Torfus auch begegnet, aber... Da ist sie! Dark Samus, was hast du jetzt vor? Boah! Ist die bescheuert? Alter! Diese Schlampe hat die Brücke kaputt gemacht, ey, was ist mit der los? Oh nee, ne? Hat die ganze Brücke im Arsch, wie soll ich denn jetzt rüberkommen? Aber hier hängen wenigstens Spiderball-Schienen. Ich bin ja nicht blöd, ich weiß mir ja zu helfen.
Gut, dass ich den gefunden habe. So, und hier... Ne, das Ding kann man immer noch nicht so... Aber hier kann ich mal hoch. So, aber Alter, ey, was geht mit der ab, ey? Was habe ich der getan? Ich habe der eigentlich überhaupt nichts getan. Der hat mich ja sofort angegriffen, diese Birch. Alter. Also, ja, die Boostfähigkeit erlaubt es, einen Spider-Ball mit hoher Geschwindigkeit von Magnetschienen zu schleudern. Das habe ich doch schon mal gesagt. Schwupps. Ja, also, es ist nicht unbedingt Zufall, dass ich gerade jetzt rechtzeitig den Spider-Ball zurückbekommen habe, weil ohne den würde ich hier nicht wieder wegkommen. Alter, die schöne Brücke ist total im Arsch. Die ist komplett weg, ne? Hier brennt es noch ein bisschen, da ist noch ein Stück über, da hängt noch was und sonst, aber alles hinüber. Die kann es einfach nicht lassen. Die kann es einfach nicht lassen, mich zu ärgern. Also wenn ich der das nächste Mal beginne, dann poliere ich der aber sowas von ihre finstere Fresse, dass sie nicht wieder aufsteht. Es war ja klar, dass wir die nicht zum letzten Mal gesehen oder auch zum letzten Mal bekämpft haben. Im Gegenteil. So, aber jetzt, wie gesagt, zurück und am besten würde ich sagen, dass ich das mal schneiden werde. Und wir sehen uns dann am besten direkt wieder beim Eingang von Torfus. So, Tempelanlagen? Ja, oder? Weil das dauert ehrlich gesagt so lange. Also macht am besten einfach die Augen zu und wenn sie sie dann wieder aufmacht, dann bin ich wieder im Eingangsbereich vom Sumpf von Torfus. Also bis dann. So, Freunde, da bin ich wieder und ihr seht ja schon, wo ich wieder bin. Ich bin wieder im überfluteten Tempel von Torfus, weil, das habt ihr letzt leider nicht sehen können, das ist offscreen passiert, da hat sich mein Hinweissystem aktiviert und es hat mir gesagt, dass es eine verlorene Shōzō-Technologie entdeckt hat. Und zwar, eben hier in der dunklen Welt, im Untertempel, verlorene Ausrüstung bergen und genau die werde ich mir holen. Da ich jetzt nämlich eben den Spider-Ball habe, muss ich erstmal zurück in der... Wo muss ich denn da nochmal hin? Die Ausbildungshalle? Nee, wartet mal, jetzt muss ich mir das selber mal wieder zusammensuchen. Also eigentlich muss ich genau darunter, wo ich in die zentrale Hydrokammer, wo ich gegen den Alpha-Block gekämpft habe. Aber vorher will ich mal kurz da was gucken, weil jetzt habe ich ja den Spider-Ball. Das heißt, ich... bilde mir ein, dass ich jetzt auch diese große Statue da bewegen kann. So, deswegen gehe ich erstmal hier durch. So, Moment, Moment, Moment. Ich komme eh über alle Wege dorthin. So. Ich habe mir, wie gesagt, gedacht, ich schneide mal den Weg hierher, weil das dauert eh so lange. Das braucht zu viel Aufnahmezeit. Ja, da sind schon wieder dunkle Blocks im Wasser. Ich glaube, um die kümmere ich mich erstmal. Na, wer will zuerst? Du wolltest sterben. So, und du auch! Und tschüss. So, wir sehen ja, hier sind Spider-Ball-Schienen. Die kann ich ja jetzt Gott sei Dank benutzen. So, schwupps. So, schwupps. Jetzt hier so lang. Zack. Rundherum, rundherum, rundumadum, rundumadum. Dann muss ich versuchen, irgendwie direkt hier zu landen. So, und hier ist eben eine Bombenmulde. Die kann ich jetzt aktivieren. Und wir sehen, dieses Standbild, diese riesige Statue, fährt ein wenig nach vorn. Das hat jetzt einfach den ganz einfachen Effekt, dass ich dazu hinkomme. Ja, Position des Standbilds abgeschlossen, Antriebssystem außer Betrieb. Standbild behält momentane Position bei. Das dient einfach nur dazu, dass ich mir für später diese gelbe Tür da zugänglich gemacht habe, also die Tür mit der gelben Türpanzerung. Da führt jetzt auch eine Spider-Ball-Schiene hin. Das heißt, wenn ich... Oh, vor allem hier ist ein Missilcontainer, das habe ich ganz vergessen gehabt. Ist ja noch besser. So, Missilcontainer gibt es eben auch und wenn ich dann später diese gelben Türpanzerung zerstören kann, dann kann, wenn ich dann von hier komme, ne, ihr wisst schon... habe ich da keine Probleme, sonst würde ich da anstoßen und sagen, oh, scheiße, warum komme ich hier nicht weiter? So, und ich suche jetzt, wie gesagt, den Weg in den Tempel. Ach so, Moment mal, da muss ich ja wieder zurück. Aber das wollte ich jetzt absichtlich jetzt schon machen. Hallo? Was ist denn? Ach so, es geht jetzt gar nicht mehr. Oder komme ich hier eh so raus? Ich glaube... Na, komme ich auch so raus. Hab ja den Gravity Boost.
Nee, aber das, wie gesagt, das habe ich absichtlich schon gemacht, weil ich mir damit jetzt einen Weg für später frei gemacht habe, weil das gibt nichts Nervigeres, als wenn ich da dann aus der Tür rauskomme und dann komme ich nicht weiter, weil die Statue quasi den Weg blockiert. Gäbe es kein anderes dran vorbei, nämlich. So. Nur damit wir es eben richtig verstehen, ne? Zwinker, zwinker. So, also, nochmal in diese zentrale Hydrokammer hier, ne? Da, wo ich gegen den fetten Alpha-Block gekämpft habe. So, immer wieder ganz weit runter. So, vielleicht ein paar von diesen Schanzlingen umbringen, dass ich ein bisschen Dark-Beam-Munition kriege. So, ja, genau. Noch weiter runter allerdings. Ganz nach unten. So, hier. Genau, zentrale Hydrokammer. Wir sehen, laut Karte ist doch hier irgendwo ein Portal. Und ich komme aber erst jetzt an das Portal ran, weil ich erst jetzt ja den Spider-Ball wieder gekriegt habe. So und, oh mein, achso, was wollte ich schon sagen, sind hier richtig ausgewachsene Blocks? Nee, es sind nur die Blocklinge, die sind nicht so gefährlich, Gott sei Dank. Und tschüss. So, das ist hier gleich hier hinten, ne? Wir sehen hier, ne, Spider-Ball-Schiene, Magnetspur, jetzt kann ich hier hoch. So, und komm an dieses dunkle Portal ran. Und genau das muss ich aktivieren. Ja. Zack, und in die dunkle Welt reisen. So, und jetzt bin ich eben im Untertempel. Und ihr werdet kaum glauben, was mich hier für ein Monstrum erwartet. Vor allem das hier ist auch ganz schön krass. Objektanalyse abgeschlossen. Oberfläche erlaubt den Einsatz eines erweiterten Systems zur Fortbewegung. Ohne dieses System lässt sich diese Oberfläche nicht nutzen. Ja, ist ganz schön kacke, ne? So. Aber wir sehen sowieso, was da oben ist. Wie geht's? Es ist nicht ein dunkler Spor, aber nicht irgendeiner. Das ist nämlich der Powerbombenwächter! Genau. Dieses Mistvieh hat meine Powerbombenfähigkeit absorbiert. Morphologie Powerbombenwächter. Powerbombenlegender Finsterling. Objekt kann nach Belieben hocheffektive Sprengkapseln generieren. Nur durch massive kinetische Beschädigung lässt sich dieser Feind bezwingen. Die dunkle Variante des Sporbs hat die Fähigkeit absorbiert, Powerbomben zu produzieren. Anstelle seiner giftigen Nadeln, die er für gewöhnlich verschießt, setzt ihm diese gefährliche Waffe ein. Die Energie der Powerbombe hat ihn nahezu unverwundbar werden lassen. Nur durch massive kinetische Beschädigung kann man sein Schutzfeld bekämpfen. Ja, das ist ganz schön übel. Vor allem diese Dinger, was er da so... Ja, das sind ja die Powerbomben, die er loslässt. Und man bekämpft ihn eben mit Hilfe des Spider-Balls. Hier sind ja jetzt überall Spider-Ball-Schienen. Und um ihn zu schaden, muss ich es schaffen, alle... Wow, hier muss man ganz schnell sein, dass man nicht erwischt wird. Alle vier Bombenmulden hier zu aktivieren. Und zwar alle nacheinander. Ja, und jedes Mal nimmt er eben Schaden. Es ist nur so, hier sind erstens noch viele Drohnen-Ink. Ja, und er schießt halt immer wieder neue Powerbomben ab. Also hier muss man richtig schnell sein, aufpassen. Wenn man nämlich von diesem Explosionsradius erwischt wird, dann fällt man natürlich von der Spur. Ist eh logisch. So. Nein! Seht ihr? Du Arschloch! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier! Ja, dann gehe ich eben anders weiter. Muss ich eben so lang. Kannst du mich mal? So hier. Und zack! So, freeze! Bam! So. Dann gehe ich eben von... Wow! Vorsicht! Am besten lockt, rollt man dahin, wo man eigentlich nicht hin will, und schießt er nämlich auch dahin und kann den quasi ein bisschen verarschen. So. Hier ist das noch ganz schön übel. So, und schnell! Haha! Treffer Nummer 3! So, jetzt fehlt nur noch mal eine. Wo ist die Spider-Ball-Schiene? Ich sehe sie nicht. Hier ist es so finster. Aua. Ah, hier. Mann, ich sehe überhaupt nichts.
So, nur noch mehr die hier. Nein! Ja, natürlich! Nein! Mann, du Missgeburt! Fick dich doch mal! Ey, der Powerbomb-Wächter ist so ein Arschloch. So, komm, schnell! Nein! Vorsicht! Vorsicht! So, schieß hier rüber. Genau. Und... So! Stirb! Powerbombenwächter besiegt! Und voll zersplattert. Oh, endlich! Ich krieg meine Powerbombenfähigkeit wieder zurück! Das ist so geil! Oh, das hat aber auch verdammt lang gedauert, muss ich sagen. Oh, endlich! Aber jetzt muss ich hier nur noch mehr rauf. So, ich glaube, ich mache es mir sicher wieder ein bisschen umständlich, aber egal. So, Alter, das war jetzt ein echt krasser Kampf. Das war jetzt übrigens eigentlich der letzte Unterwächter sozusagen. Das heißt, alles, was ich noch an weiterer Ausrüstung finden werde, das ist dann komplett neu in diesem Spiel. Ja, das hat mir früher nicht gehört, sondern wird mir dann eben gehören, wenn ich es mal finde. So, wo zum Fuck nochmal komme ich jetzt hier rauf? Ich muss doch ganz nach oben... So, ich glaube hier... Ne, auch nicht. Hä? Darf das wahr sein? Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ich brauche doch die Powerbombe nur aufzusammeln, aber die ist ja da oben irgendwo. Sehe hier gerade überhaupt nicht, wo ich lang rolle. So, Moment. Achso, hier. Wartet mal, ist das nicht hier? Nicht hier hoch? Zack. Ah. So, hier ist... Boah, hab schon gedacht, ich finde hier gar nicht mehr hoch. Da ist sie endlich! Meine allererste Powerbombe! Endlich nach all den Jahren! Oh yes! Powerbombe erhalten! Im Waffenmodus das Stalker zu unten drücken, um eine Powerbombe zu legen. Mit Powerbomben lassen sich stabilere Materialien zerstören als mit der gewöhnlichen Morphball-Bombe. Aber hallo! Oh, endlich! Inventar! Diverses! Suit-Erweiterungen! Powerbomben-Erweiterung! Die Powerbomben-Erweiterung steigert die Menge der mit verbauten Powerbomben. Das gibt es natürlich auch hier wieder. Jede Powerbomben-Erweiterung erhöht die Anzahl der mitverbannten Powerbomben um eine Einheit. An Munitionsstationen lassen sich der Vorrat an Powerbomben komplett aufstocken. Auch das Kampfschiff verfügt über diese Fähigkeit. So, ich muss ja aber erstmal Morphball-Systeme, Bombensysteme, Powerbombe. Die Powerbombe ist die stärkste Morphball-Waffe. Im Morphball-Modus der Steuerkreuz nach unten drücken, um eine Powerbombe zu legen. Die Powerbombe eignet sich zur Sprengung vieler Materialien, insbesondere Dentium. Mit jedem Powerbomb-Container erhöht sich... Ja, ja. Oh, endlich kann ich dieses gottverdammte Dentium zerstören. Und nicht nur das, natürlich lassen sich damit auch, wie ihr euch sicherlich denken könnt, gelbe Türpanzerungen zerstören. Und... Bam. Man muss nur am Anfang relativ sparsam mit diesen Dingern umgehen. Weil man, wie ihr gerade gesehen habt, nur zwei Stück zur Verfügung hat am Anfang. Und das ist verdammt wenig. Jetzt bin ich nur... Ja, da... was ist zum... Achso, wenn ich ganz oben wieder bin, dann... Okay. Dann könnte ich hier wieder aufmachen. Wie komme ich jetzt hier rauf? Achso, hier. Oh, Finsterling-Tentakel. Fiesmann! Mann, haut ihr wohl mal ab, ihr Scheißviecher, ihr... Seht ihr, ich treffe die gar nicht, obwohl ich die anvisiere. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Na, hey! Gescheißen, verdammt! Hallo! Fick dich, du Miesgeburt, Herrs! Das ist ja nicht zu fassen. Diese Scheiß-Tentakel. So, hier! Na! Hör auf mit dem Scheiß hier! So rumzufuchteln, ey! Das ist doch ekelhaft! Mann! Oder fick deine Mutter aus Kalkutta. Was ist los mit diesem Arschviech hier? So, und jetzt nochmal. Boom! Holy moly. So, und jetzt kommen auch noch diese verschissenen Jäger-Ink. Warum musst du immer Metamorphose machen hier? Ja, komm doch. Ja, jetzt bist du gestorben. Voll dummes Mist hier, du.
Ah, brenne! Brenne! Missgeburt! Brenn doch einfach! So. Ist mir doch sowieso scheißegal, was du willst. Ich will jetzt eigentlich nur eins, und zwar da oben zu der einen Speicherstation hin, wenn man mich denn lassen würde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie das nicht lassen. Nicht sein lassen, mich hier zu attackieren. Ja, natürlich. Leck mich. Ich hasse dich. Du bist hässlich. So. Zack. Schwuppidiwupp. Edgy Badge. Voll verarscht. So, Freunde. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich endlich meine heißgeliebten Powerbomben wieder habe. Ich meine, jetzt habe ich gerade keine mehr zur Verfügung. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich diese dunklen Brezi umbringe, kriege ich dann Powerbomben? Oder kriege ich... Ja, ich glaube schon. Ja, der hat eine. Powerbombe. Stock den vorderen Powerbomben eine weitere auf. So, her damit. Powerbomben-Munition erhalten. Genau. Also es gibt natürlich auch hier wieder ein paar weitere Erweiterungen für die Powerbomben, die ihr ja gerade gesehen. So, aber ich speichere jetzt erstmal hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, weil mit den Powerbomben lässt sich ja endlich einiges kaputt machen. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssele!